Hey Leute, da sind wir wieder zurück bei Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir schon ein paar Unsterbliche getötet. Ja, das haben wir und das werden wir in dieser Folge fortführen. Ich weiß zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich hätte darauf gekönnt. Ich hätte hier, oh guck mal, hätte ich einen super Stützpunkt gehabt. Oh. Ja, im Eifer des Gefechts, da fällt das nicht auf, ne? Ja, wie gesagt, wir haben sehr viele Unsterbliche getötet schon und ich denke, wir werden das noch fortführen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das so ganz gerechtfertigt wird oder so, aber boah, naja. Ich sag mal nix. Ich dachte eigentlich, dass uns Kämpfe mit Unsterblichen erspart bleiben würden. Weil wir sowieso nicht anstinken können gegen die, weil unsterblich und so, aber die platzen einfach, wenn man oft genug drauf schießt. Die platzen wirklich einfach, also ich versteh's nicht. Hat? Hier? Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinitys Arbeit ist getan. Ja, ja, bla bla bla. Gott, vergib mir, bla 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 bla. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Es sieht aus wie ein Nein, unmöglich. Okay. Es sieht aus wie ein was? Wie ein Mensch oder wie ein... Unsterblicher, wohl eher. Der nicht unsterblich ist, wohlgemerkt. Also im Grunde wirft das ja die gesamte Geschichte vom Spiel durcheinander, ne? Also nicht durcheinander, sondern eigentlich um. Es wirft die gesamte Geschichte um, weil die Unsterblichen nicht unsterblich sind. Also gibt es an sich ja auch keine göttliche Quelle. Zumindest keine, die funktioniert, wenn man so möchte. Ja, aber wie gesagt, ich ja, also, wenn ich jetzt sage, ich sag nichts mehr dazu, dann ist das eigentlich gelogen, weil ich werde noch ein paar Mal was dazu sagen, aber für jetzt lasse ich es erstmal gut sein. Okay, alles klar. So. Hier. Zack. So. Und da wieder zurück. Ja, aber das da zurückgeht, sagt mir, dass wir da auch wieder zurück müssen, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja. Finden Sie einen Weg in eine verlorene Stadt Kitesh? Ja. Das weiß ich. So, zack. Zack. Und zack. Au. Au. Hallo. Na du? Na, wie geht's dir so, ha? Huh? Chillst ein bisschen im Eis, wa? So. Was kann ich Gift... Aha, ich kann Giftpfeile nicht mitnehmen, aber der hat einfach mal gesagt, hey, ich nehme mal mein Messer und mach einfach mal... Mach's einfach mal kaputt, dass ich sie ja nicht mehr holen kann, weißt du? Ich benutze ja eh nicht. Lara! Irgendwie. Oh, das ist gut. Jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Du bist bitte nicht irgendwas Lebendiges? Ja? Fände ich ganz cool. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Mhm. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor.
Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. So. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Das solltest du auch nicht. Naja. Ach komm, ich geh nochmal ins Feuer. Ja, natürlich ist es wissenschaftlich. Ist ja wohl logisch, oder? Das ist ja wohl keine Frage. So, ja, das weiß ich immer noch nicht, wie ich mich irgendwelche Ziele anvisieren kann, keine Ahnung. Hä? Ach so. Ah, so, wobei, da bringt eigentlich gar nichts, weil wir so eh voll sind. Na, ist egal. Schnellere Wurfverbindung. Nein, brauch ich nicht. Nee. Moment, drücken wir einen Sprung. Ach so, um Gottes Willen, nein. So ein Pro bin ich nicht. So ein Pro. Ja, ich bin eher so ein Contra. Oh Gott. Der war gut, oder? Ja, bedingt zeigen Relikte, Dokumente. Hä, tut das nicht sowieso? Nicht? Sogar durch solide Mauern hindurch. Ach komm, warum nicht? Verbessern Sie Feuerpfeile um die Reichweite des Brandsatzes beim Einschlag. Tut mir leid, wenn ich mich teilweise so ein bisschen dumpf anhöre. Ich habe, glaube ich gerade ein bisschen schräg ins Mikro gesprochen. Verbessern Sie Feuerpfeile. Ach so, stimmt, wir haben ja Feuerpfeile. Oh Gott. Warte, ich nehme das mal. Ey, vergiss das immer. Ich habe gerade bei den Unsterblichen wieder gedacht, jetzt ein Molotow-Cocktail war. Ja, aber wir haben ja Feuerpfeile. Wir brauchen eigentlich gar keine Molotows. Haben wir da noch was gebraucht? Vielleicht. Hier gibt es noch. Gab es da nicht noch Schaden vielleicht? Nee. Nee. Bogen gibt's gar nichts. Hier auch nicht. Ach so. Ja, dann mache ich doch mal nach deiner Geschwindigkeit. Warum nicht? So, aber die Schrot benutze ich ja eigentlich ganz gerne, wenn sie nicht so wenig Schuss hätte. Auch wenn ich die selten benutze, ich weiß, aber ich benutze sie gerne. Und ich versuche sie öfter zu benutzen. Auf der anderen Seite liebe ich meine Flinte. Okay. Wo da, glaube ich. Jo. Also, da gibt's aber ganz schön viel zu erkunden da unten anscheinend.
Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Was? Was ist echt? Wo? Shit, ich habe überhaupt keinen gesehen. Hä? Wo? Jetzt kriege ich Panik. Panik! Hallo, nochmal. Ich höre sie, aber... Ich sehe... Oh Gott, ich dachte, da hinten ist jemand. Ich sehe niemanden. Das ist so nah an, ey. Alter. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin. Ich versuche auch rauszukriegen, wo hier jemand ist. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hinten. Okay. Oh, Lara. Kann ich da hinten hin? Okay, so. Okay. Ach so? Hä? Ach so, ich dachte, jetzt können wir hier ein Feuer anzünden. Das ist zum Öl auffüllen da anscheinend. ETF. Da kann ich, glaube ich, hoch. Das ist mir lieber. Okay, da kann ich. Oder doch? Bleib mal. Das sieht gefährlich aus. Aber es ist auf jeden Fall richtig, also... Shit! Sie schießen auf mich! Na ganz so. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Mit dem Katapult, meinst du? Also nicht du, sondern die, ja. Huch. Ja, man müsste halt treffen, ne? Nö. Noch ein bisschen weiter. Ja, das, nee. Noch ein Versuch. Ah, weil ich kann mir vorstellen... Ja, der war schon etwas passender, aber noch nicht so ganz. Moment. Ja, ganz toll. Hopp, hopp. Ach, kommt, Leute. Ihr seid ja scheiße. Ach
Moment, es hieß doch, erobern Sie das Katapult. Das heißt, wir sollen wirklich das... Moment, aber... Das heißt, ich muss doch jetzt einfach... Das gefällt mir nicht so. Alter. Schieß doch nicht umsonst, ich bitte dich. Oh, da liegt was. Einfach gemütlich mal was angucken hier. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Das ist eine Tasche? Hä? Ich meine, ja, sieht irgendwie so aus mit dem Griff und so, aber... Wo ist das in der Tasche? Wie ist das? Wie? Wo? Hä? Okay. Also das sieht da eher aus wie so ein Ding, was du an der Axt machst, ne? Naja. Ach, ich glaube, die treffen sowieso nicht. Ja, heißt sie nicht, erobern sie das Katapult, eigentlich auch erobern sie gleich die ganze Stadt? Ja. Naja. Ich gehe mal hier aufs Dach. Wir müssen ja mal weiter. Ah, ja. Lara, was machst du, Lara? Ich sehe es schon kommen. Wir werden Trinity das Tor aufschießen und dann selber ein bisschen Action haben, dann noch dahin zu kommen. Ich weiß es doch 100 Pro. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ach so, ne. Schmeiß das Ding weg. Ah. Moment mal. Ah, ja. Mhm. Das ist ein bisschen unfair. Ich sehe hier nichts. Ah. Ne, hallo, Lara. Also, manchmal, ne? Noch mehr? Ja, wie gesagt, Freunde, tut mir sehr leid, wenn ich leise bin. Aber das liegt irgendwie in so meiner Natur. Ich werde nämlich schnell... Alter! Ich werde nämlich tatsächlich schnell zum Vollnoob, wenn ich rede. Alles klar, Moment. Jawohl. Bis au. Alter. Okay. Eigentlich ganz nice. Muss man nur schnell genug sein, dann kann man in den Kopf schießen. So. Übrigens, habe ja gesagt, ich werde schnell zum Vollnoob, wenn ich rede beim Schießen. Was nicht heißt, dass ich sowieso schon, was nicht heißt, dass ich sonst kein Vollnoob bin, ne? Aber ich bin halt ein noch mehr Vollnoob. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Aber hey, geht eigentlich.
Meine Mad Gaming Skizzles lege ich hier wieder an den Tag. Gerade rede ich noch darüber, dass ich für ein Vollnoob bin, dann mache ich ja so einen Skiller-Move schon wieder. Ich bin einfach. Ja, ich bin einfach zu bescheiden. Ich bin einfach perfekt. Ich sterbe auch nie. Ist da Wasser oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, keine Ahnung. Ich springe einfach mal nicht rein. So, wo ist der Katapult? Da. Die schießen auch nicht mehr. Ich denke mal, das bringt nichts auf die Distanz. Ja, da ist Wasser. Alright. Achso. Das ist natürlich voll. Lol. Das ist natürlich voll. Lol. So, Maschinenteil. Ich möchte zum Katapult. Wie komme ich dahin? Vielleicht so hier. Das sieht richtig aus. Jawohl. Das sieht sogar sehr richtig aus. Fast schon zu richtig. So. So. Oh. Ich. Nee, 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 nee. Hallo, komme ich jetzt hier irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie viele jetzt noch da oben sind, ob wir schon alle erledigt haben oder nicht. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ich meine, die normale Logik würde ja sagen, dass man da locker hochklettern kann mit Eispickel, aber das glaube ich nicht, dass das geht. Aber hier schon eher. Moment. So. So. Vielleicht so. Und jetzt? Boah, nee, nicht dahin. Nee, nicht dahin. Ja, also dahin. Und dann da. Das sieht richtig aus. Hoffe ich. Doch, ja, ich glaube, das ist genau richtig, oder? Mal gucken. Moment. Ach, fuck you. Ihr scheiß Nicht-Unsterblichen. Warte, wo ist das Katapult jetzt? Ist das? Ach so, das Ding. Das ist ja cool. Das sind quasi Schienen hier. Okay. Aua. Come on. Nix da. Okay. So. Ich muss das Tor niederreißen. Was mache ich hier? Das ist cool. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Muss übrigens. Dann mal los. Mal nach oben gucken gerade, ne? Alter, Schwind. Ist das wirklich nur eine Eisdecke? Boah. Alter, das ist gigantisch. That's what she said. Nee, das ist wirklich gigantisch. Ah, hier. Kommt die Munition oder was? Oder wie? I don't know. Was macht man hier? Kann ich da überhaupt was machen? Nein. Wie spannend war das Ding denn jetzt? Oder ist es schon gespannt? I don't know. Nee. Ich glaube, wir müssen mal von unten ran. Ja. Ha? Ja doch. Was haben wir denn da? Wollen wir da gerade mal reinschauen? Ich. Komm, gucken wir doch mal kurz rein. Wir haben ja Zeit, ne? Oh. Einfach. Ja, warum sagt er mir jetzt, wie ich Pfeile herstellen kann? Das weiß ich doch. Nur weil ich das nie brauche, heißt und nicht, dass ich das nicht kann. Ich bin, brauch's ja nie, weil ich so ein Vollprofi bin. Das wollte ich schon fast Vollnoob sagen. Was ich natürlich überhaupt nicht bin. Ach, da sind wir auch gerade hergekommen, ne? Jo, gut. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es hier irgendwo reingeht. Nicht. Blöd.
Das ist ein bisschen doof. Weil halt. Ach, warte, ist ja aber auch noch ein Hebel, ne? Ja, wobei. Ja, was? Hä? Soll ich jetzt wieder zurück oder was? Hä? Das kann doch nicht sein, oder? Kann ich von hier oben übrigens noch irgendwelche sneaken? Das ist schon groß hier, ne? Ach so, das ist doch gar nicht da gewesen, wo wir hin wollten. Aber von da aus geht's wahrscheinlich da hoch. Nicht, dass man hier übers Eis könnte oder so. Nein. Das ignorieren wir einfach mal. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Warte mal kurz. Zerstören Sie das Tor mit Hilfe des Katapults? Ja. Einen Moment. Federn? Ach so. Ja. Ja. Was ist die Logik dahinter? Soll ich jetzt wieder zum Tor zurückgehen, dass die Unsterblichen hier respawnen und aufs Tor schießen? Hä? Ach, hier steht halten, RT. Oh. Nice. So, Trinity, das ist euer Einsatz. Geschafft. Bitte nicht. Oh, zurück kommen wir aber einigermaßen schnell, glaube ich. Na, guck mal hier, also. Ziemlich straight hier übers Dach. Achso, das können wir nicht mehr mitnehmen. Da geht es nämlich auch direkt weiter. Und Halleluja. Und dann hier. So, very nice. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier noch umgucken sollte. Oh. Das war nicht so gut. Einfach mal über den Haufen ballern. Es waren doch noch nicht alle Soldaten. Warum sind die nicht unsterblich? Ich verstehe es einfach nicht. Nun ja, hier gibt es aber auf jeden Fall noch ziemlich viel zu entdecken. Ich weiß nur nicht, ob das auch noch geht, nachdem wir jetzt hier in der Story weiter sind und Trinity hier war und die Decke eingebrochen ist wahrscheinlich. Weil das kommt mir doch relativ zerstörerisch vor. Hallo! Hallo! Mann. Och. Also, eigentlich ist das voll easy. Ich hab immer Panik, wenn jetzt einer auf mich zukommt oder zwei, dass gleich der ganze Rest direkt auf mich zukommt, aber das ist gar nicht so. Also. Nee. Ich nicht. Ah, die Schroti. Die Schroti ist schon nice. Freunde? Wir müssen mal eine Pause machen, sehe ich gerade. Ja. Wir können noch ein bisschen gucken vielleicht. Ja. Okay. Oh, guck mal. Nice. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ja, das sehe ich auch eindeutig, ja. Der Besitzer war eindeutig wohlhabend, ja. Ja. Ja, sie sind ansehnlich, obwohl sie von Mongos waren. Okay, also Freunde, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Kamuno.